Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Naturmedizin. Die große Frage, wenn man einen wurzelbehandelten Zahn hat oder ein Zahnproblem, welches Implantat ist das Richtige? Ist überhaupt ein Implantat gut oder soll man eine Brücke wählen? Das sind sehr wichtige Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man eben einen Lösungsweg findet und im Idealfall einen ganzheitlichen, individuellen Lösungsweg, der auf einen persönlich abgestellt ist. Und dafür habe ich heute meinen Experten da, Dr. Johann Lechner. Er ist ganzheitlicher Zahnmediziner und war schon in vielen Interviews bei uns zum Thema Arantes und Toxine im Zahn. Und heute sprechen wir mal explizit über die Keramikimplantate, die Vorteile, eventuell auch Nachteile, aber dass wir danach wirklich auch in der Lage sind, eine gute Entscheidung für uns zu treffen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo, lieber Hans. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Ja, freue ich mich auch sehr. Vor allen Dingen das Thema mit dem toten Zahn hatten wir schon. Wir hatten auch das Thema mit dem Rantes. Ja. Und auch nicht ganz uneigennützig bin ich natürlich sehr an der Frage interessiert, was ist der beste, sage ich mal, Zahnersatz, um möglichst den maximalen Störfeld, Provokateur auszuschalten. Das ist ja, sage ich mal, in der Ganzheitsmedizin, wenn wir wirklich von Zahn bis Zeh, wir haben tolle Gäste hier. Ich erkenne immer wieder die Zusammenspiele von dem Zahn zum Körper. Und da möchte man einfach mit dem Wissen jetzt nicht noch mal einen Fehler begehen. Naja gut, ich meine, man muss sagen, alles, was wir Zahnärzte tun, ist natürlich immer ein Kompromiss. Ist der Versuch, die Natur irgendwo auszutricksen oder die Mängel der Natur irgendwo zu ersetzen. Nicht? Und als kleiner Ausflug habe ich ein paar Fälle mitgebracht. Ja. Die können wir uns jetzt einmal angucken. Super gerne, ja. Wie es eigentlich. Du arbeitest seit wie vielen Jahren mit Keramikimplantaten? Also die Keramikimplantate sind von meinem Freund Dr. Ulrich Volz so vor circa 20 Jahren entwickelt worden. Seither implantieren wir Keramikimplantate. Titan kam für mich nie in Frage, weil wir ja zu den Metallen ohne dies eine grundsätzlich kritische Einstellung haben. Und das ist zum Beispiel so ein ganz simpler Fall. Wir sehen hier im Oberkiefer drei wurzelgefüllte Zähne. Wir haben diese drei wurzelgefüllten Zähne ersetzt durch drei Keramikimplantate. Das sind die weißen Stifte hier. So schaut es im Mund aus. Hier drei Keramikimplantate. Gucken da die Keramikkäppchen raus. Auf diese Keramikkäppchen werden dann eben auch wieder Keramikkonen draufgesetzt. Und so schaut es unmittelbar aus nach Einsetzen oder nach Anprobieren dieser Keramikkronen. Wenn ich das Bild jetzt gerade so sehe, gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass das Zahnfleisch wieder regeneriert, nachwächst? Oder man sieht es ja auch hier, dass das Zahnfleisch sich richtig, als an Laie einer, zurück... An also einer Stelle gefällt es uns nicht ganz und so. Klar. Normalerweise legt sich das Zahnfleisch wunderbar an die Keramik an. Okay. Also der große Vorteil gegenüber zum Beispiel Titanimplantaten ist eben der, dass die körpereigene Reaktion, ob jetzt im Knochen, vom Kieferknochen her, oder von der Schleimhaut her, auf die Keramikimplantate wesentlich besser ist als auf die Titanimplantate. Das ist wissenschaftlich in vielen Untersuchungen belegt. Und empirisch wissen wir das. So wieder oben sieht es einfach wunderschön blass aus. Ja, also gesundes, blasses Zahnfleisch, nicht entzündet, nicht rötlich und so weiter. Den Schwund haben wir manchmal, das kann man dann leicht ausbessern. Ich habe es jetzt bewusst nicht, das ist also eine ganz einfache Aufnahme aus dem Prozess heraus. Ich weiß nur die Frage, ob es da Regenerationsmöglichkeiten gibt. Ja, man kann auch kleine Zahnfleischtransplantationen machen und so weiter. Okay. Das geht dann alles so im Detail. Ja, sehr gut. Aber so schaut es aus eben mit den weißen Keramikstiften. Und in diesem Fall zum Beispiel, wir gucken jetzt den roten Balken an. Da sieht man, dass Interleukin 10, das ist die Interleukin 10, ich sage jetzt mal, Produktion des Körpers aufgrund dieser Zahntoxine, aufgrund dieser Zahngifte, die oben, links oben noch aus dem alten toten Zähnen rauskommen. Das heißt, das Immunsystem sagt, aha, da kommen jetzt dauernd so Schwefelwasserstofftoxine auf mich zu und jetzt reagiere ich mit einer Überproduktion von Interleukin 10. Was ist Interleukin 10? Wie sieht eigentlich jetzt von diesem Patienten das Immunmuster aus, wenn Interleukin 10
so stark provokativ, ja, ist eine Provokationsreaktion, hier reagiert wird. Wir können sagen, Interleukin 10 ist das Gaspedal des Immunsystems. So vergleichen wir das. Wir kommen dann nach, neben dort steht IFNG, das ist Interferon Gamma hier. Das ist jetzt nicht so riesig erhöht dort hier bei dem Fall. Mhm. Interferon Gamma ist das Gaspedal des Immunsystems. Klar, du hast es vorhin in einem vorigen Interview schon mal angesprochen, Fieber. Ja. Nicht? Fieber, Interferon Gamma hoch, Körpertemperatur geht hoch. Mhm. Jetzt braucht der Körper aber irgendeinen Mechanismus, dass es nicht immer noch heißer wird und noch heißer und noch heißer. Zum Schluss verglühen wir sozusagen oder verkokeln oder was. Und da kommt jetzt Interleukin 10, bildlich gesprochen, ins Spiel und sagt zum Körper, hoppla, jetzt reicht's mit dem Gaspedal. Ach, es ist zu viel Gas. Und jetzt wird gebremst. Ja, es ist die Bremse des Immunsystems. Sagen wir also mal so. Ist das ein körpereigener Immunblocker, oder? Richtig. Der Körper macht nichts Unsinniges, mhm, ja, ist kein Fremdstoff. Aber es ist die entgleiste Reaktion, mhm, auf den Fremdstoff Schwefelwasserstoff, mhm, aus den toten Zähnen. Nicht? So, okay. In dem Fall ist es so, dass diese Schwefelwasserstofftoxine aus den toten Zähnen das Interleukin 10 hochfahren. Der steht also die ganze Zeit auf seinem Bremspedal, immunologisch gesehen. Also seine körpereigene Abwehr wird niemals Fieber, irgendein Virus, wenn das Virus kommt, wird er nicht mit irgendeinem ordentlichen Fieber bekämpfen, mhm, sondern er tut nichts gegen das Virus und das Virus hat dann fröhliche Urstände, verbreitet sich im Körper, macht irgendwas Dramatisches. Nicht? Und jetzt die blauen Säulen auf der rechten Seite, ja, die zeigen jetzt, wie sieht es bei dem Patienten aus, wenn wir die drei Zähne entfernt haben und diese drei Zähne durch die Keramikimplantate ersetzt haben. Und so schaut es eben aus. 4 Wochen später ist das Interleukin 10 hier runter. Mhm. Ja. Dann wissen wir, aha, wir haben durch die Entfernung dieser drei toten Zähne, durch den Ersatz dieser drei toten Zähne durch Keramik-Sofortimplantate für dieses Immunsystem wirklich was Gutes getan. Denn zu lange auf der Bremse stehen führt im Endeffekt wieder zu irgendeinem degenerativen Krankheitsbild, also Tumor möglicherweise. Zum Thema Sofortimplantate und gewissen Bakterienbelastungen noch im Kiefer. Gibt es ja auch Beispiele, dass danach das Implantat auf einmal doch locker wird, der Zahn sich verschiebt. Wo könnte da die Ursache dieser Problematik sich befinden? Naja, es ist natürlich wichtig, dass der Knochen, in den dieses Implantat gesetzt wird, nicht schon vorher entzündlich verändert ist. Weil wenn ich jetzt das Implantat setze und dadurch einen Entzündungsreiz auslöse, klar, es tut ein paar Tage weh vielleicht, mhm, ein bisschen, ne? Wenn ich diesen Entzündungsreiz aussetze, dann plötzlich starte ich ein entzündliches Geschehen im Kieferknochen. Dann wird mein Kieferknochen weich, mhm, so wie vorhin bei unserem Randtest-Thema. Ja. Stößt erstens Randtest aus, der Knochen wird immer weicher und das Implantat wird immer lockerer und immer lockerer. Und irgendwann einmal fällt es raus oder es wandert oder ich kann es rausziehen oder was auch immer. Was habe ich jetzt als Patient für eine Möglichkeit, dass ich dem keinen Raum gebe? Also woran erkenne ich einen Zahnarzt, einen Adäquaten, der das wohl mit berücksichtigt, dass mir das eben nicht passieren kann? Naja, das ist eben die Lücke, die diagnostische Lücke, die wir eigentlich mit unserem Ultraschallgerät decken wollen. Mhm. Nicht? Die diagnostische Lücke in Bezug auf die Zahntoxine ist unser Orotox. Mhm. Weil bisher niemand diese Toxine, die rauskommen, sehen kann man sie nicht. Und niemand kann sie bisher messen. Machen wir mit Orotox. Genauso sollte man vorher die Knochenqualität beurteilen. Das heißt, bevor ich den Zahn ziehe und ein Implantat plane, da gibt es den schönen Begriff der Risikoabschätzung. Mhm. Auch ein ganz normal. Das heißt, für jede medizinische Maßnahme sollte ich eine Risikoabschätzung machen. Mhm. Nicht? Also, ich sollte AstraZeneca nur dann spritzen, wenn die
Patientin über 60 ist, weil offensichtlich ist das Risiko einer AstraZeneca-Impfung in der Sinusvenenthrombose. Nicht? Die Diskussion haben wir ja gerade. Mhm. Also muss ich immer eine Risikoabschätzung vorher machen. Und beim Implantat sollte ich die Risikoabschätzung so machen, dass ich frage, ist der Knochen gesund oder ist er eben nicht gesund? Und da ist eben unser Ultraschallgerät Cavitao der geeignete Parameter. Mhm. Angenommen, ich habe jetzt einen Entzündungswert. Ich habe jetzt mit deinem Ultraschall-Messverfahren erkannt, da sind noch Entzündungsherde drin. Mhm. Macht es dann Sinn zu warten oder gibt es da... Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verzichte auf ein Implantat. Gibt es keine Möglichkeit zu regenerieren? Mach eine Brücke. Okay. Mhm. Oder zweite Möglichkeit, ich mache kein Sofortimplantat. Mhm. Also, ich tue den toten Zahn raus, säubere den Knochen, hoffe, dass jetzt der Körper in der Lage ist, dort gesunden Knochen auszubilden. Mhm. Messe nach 3 bis 4 Monaten mit meinem Ultraschall, ist der Knochen dicht, ist gleich gesund. Mhm. Wenn er gesund ist, implantiere ich. Okay. Dann muss man es halt umständlicher machen, nicht? Aber es schreit schon nach einer individuellen Lösung immer bei diesen Methoden. Absolut. Das ist genau das, warum ich hier bin und was ja immer wieder der Kernpunkt ist, um den sich alles dreht. Ja, kein Dogmatismus. Es muss immer nach individueller Lage entschieden werden. Aber um diese individuellen Entscheidungen treffen zu können, brauche ich natürlich das nötige Werkzeug. Mhm. Nicht? Ich muss wissen, ist der Schrank jetzt 1,10 Meter oder ist er 1,20 Meter? Weil 1,10 Meter geht, 1,20 Meter brauche ich nicht. Und dazu brauche ich ein Maßband. Mhm. Ja. Was gibt's noch für wichtige Faktoren? Du hast uns noch ein paar Folien. Ja, ich gehe einfach mal kurz weiter mit den Bildern. Das ist jetzt einfach so von meinem Freund Dr. Volker von Beer aus Berlin, wie man diese Eiweißabbauprodukte ist gleich Zahntoxine, ist gleich Methylmercaptan, ist gleich Cadaverin, ist gleich Schwefelwasserstoffverbindung. Nicht? Da gibt's jetzt auch viele Begriffe, was das Ganze ein bisschen verwirrend macht. Ja, Cadaverin ist schon sehr aussagekräftig. Das reicht mir schon als Information. Das reicht nicht nur, das riecht auch. Oh, unglaublich. Ganz genau. Und da geht es ihm immer darum zu sagen, wie ist das Immunsystem hier, wie stark ist das sensibilisiert durch diese ständigen Eiweißabbauprodukte? Ja, das ist eigentlich der Fäulnisprodukte. Ja. Ja. Was macht das mit unserem Immunsystem? Nur als Bewahrung, es geht über die CD4-Zellen und so weiter. Ja, wir greifen das sehr tief ins Immunsystem ein. Aber hier nochmal als plakatives Beispiel für die Zuhörer und für die Zuschauer. Wir sehen oben ein Röntgenbild, so ein Übersichtsröntgenbild mit 4 toten Zähnen im Unterkiefer, mit 3 toten Zähnen im Unterkiefer. War das zwischen 3 und 5 ist eine Brücke oder was? Da ist eine Brücke, ja, okay. Genau. Und die roten Zahlen bedeuten jetzt diesen Orotox-Wert. Mhm. Und der eine hat 5+, rechts hinten, der ist sehr stark belastet. Der linke wurzelgefüllte Zahn mit 4 ist auch stark belastet. Und 3 ist auch schon, also habe ich genug. Was hatte der Patient für gesundheitliche? Ich müsste, Schwindel habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwas wird er haben, von Rheuma über Chronic Fatigue bis Multiple Sklerose. Mhm. Sonst wäre, wie gesagt, nicht bei uns. Ja. Ja. Also das ist eigentlich unser Klientel, dass eben diese chronisch systemisch erkrankten Patienten Hilfe suchen. Mhm. Außerhalb ihrer eigenen Erkrankung. Ja. Okay. So, und dann haben wir haben wir Keramikimplantate gesetzt. Eben nicht nur 3, sondern 4, um die Lücke, auch wo die Brücke war, zu ersetzen, nicht? So, und so schaut es dann ganz, ganz nett aus. Und aber die Frage ist jetzt, haben wir dem Patienten jetzt gesundheitlich was Gutes getan? Mhm. Oder haben wir ihm schön Geld abgenommen für die 4 Implantate, was wir auch gerne tun? Und so schaut es dann bei dem Patienten eben aus, nicht? Wir haben hier zum Beispiel eben der rote Balken links, Interferon Gamma mit der wurzelgefüllten Zahn, WFZ, heißt wurzelgefüllter Zahn. Mhm. Interferon Gamma ist hoch, Referenzwert ganz links sollte unter 0,3 sein. Bei ihm ist der Wert Interferon Gamma 5,8. Also ist jetzt, 30, fast 20-fach erhöht. Mhm.
das Gaspedal. Der steht also 20 mal mehr auf dem Gaspedal, als es die Kurve verträgt, in die er gerade mit seinem Auto reinfährt. Mhm. Dann schmeißt es natürlich, wenn du mit 20-fachem Gas ja. in die Kurve fährst, dann wirft es dich raus. Interleukin 10, wieder grüner Referenzwert, sollte unter 10 sein. Liegt bei dem Patienten bei 62, also ungefähr beim 6-fachen. 20-fach erhöht Interferon Gamma, 6-fach erhöht Interleukin 10. Das kannst du dir vorstellen, das Immunsystem steht gleichzeitig auf Bremse und Gaspedal. Versuch das bitte nicht mit deinem Auto, das ist dann irgendwann mal kaputt. Mhm. Ja? Und so ist es eben dann auch mit diesem Immunsystem. Nicht? Mhm. Und jetzt kommen drüben dann gleich die anderen Zahlen. Interferon Gamma ohne wurzelgefüllten Zahn, nach dieser Entfernung der drei wurzelgefüllten Zähne und Ersatz mit Keramikimplantat, mhm. ist Interferon Gamma unter 0,1, also mhm. weit unter, also weniger wie der Referenzwert. Und Interleukin 10 ist unter 10, hier also auch wieder wunderschön runter. Mhm. Nicht? Das heißt, der fährt jetzt ganz gemütlich mit seinem Auto, gibt er Gas, ausreichend, wenn es notwendig ist, und er bremst auch, ausreichend, wenn es notwendig ist. Mhm. Ja? Der steht nicht voll auf dem Pedal und muss dann wieder voll auf dem Bremspedal stehen, ja? Sondern jetzt stimmt das Immunsystem. Mhm. Nicht? Und einfach eben nur aufgrund dessen, dass wir diese drei wurzelgefüllten Zähne raus haben, durch Keramikimplantat ersetzt haben. Nicht? Wenn man jetzt auch noch zusätzlich dem Keramikimplantat kritisch gegenübersteht, weil man sagt, das ist einfach ein Fremdkörper im Körper, gäbe es dann noch eine Option, wo man sagt, okay, wenn man jetzt wirklich gar kein Störfeld haben möchte, was auch okay wäre? Oder ist die Frage überhaupt berechtigt oder gibt es da überhaupt einen Grund zu zweifeln? Die Frage ist absolut berechtigt. Nicht? Also auch ein Keramikimplantat ist etwas, was die Natur so nicht vorgesehen hat. Nicht? Wenn die Natur sagen würde oder gesagt hätte, schraub dir mal neue Zähne 32, rein. 32 Keramikimplantate sind besser als unsere eigenen Zähne, dann hätte sie das wahrscheinlich gemacht. Mhm. Ja? Dem ist aber nicht so. Ja? Es ist immer nur ein Ersatz natürlich. Mhm. Und auch ein Ersatz, ein Fremdkörper, wie du schon ganz richtig andeutest, erfordert über die Einheilphase eine Anpassungsleistung des Immunsystems des Körpers. Mhm. Nicht? Und das wiederum kann nicht jeder Körper erbringen. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Patientin hätte mit ganz massivem rezidivierenden Brustkrebs, würde ich von Keramikimplantaten abraten. Ich würde nicht abraten, die toten Zähne rauszutun. Mhm. Aber ich würde eher sagen, wenn es irgend geht, vermeiden Sie das. Okay. Wenn wir jetzt auf Keramikimplantate vermeiden, wenn wir verzichten drauf, haben wir natürlich ein Problem, welche Zähne hat der Patient, die Patientin denn dann? Mhm. Nicht? Dann sind wir natürlich in irgendeiner Form eines sogenannten kombinierten Zahnersatzes. Ja. Den man aber heute auch ohne Metalle machen kann. Mhm. Den man so gestalten kann, dass das alles 24 Stunden im Mund ist. Also da schwimmt nichts im Wasserglas wie bei der Uroma. Mhm. Ja. Das ist alles immer im Mund. Wird eben nur zweimal am Tag im stillen Kämmerlein, kann man es rausnehmen zum Reinigen, so wie man halt normalerweise auch mindestens zweimal am Tag die normalen Zähne reinigt. Mhm. Also das ist auch kein, heutzutage jetzt kein Stigma mehr, nicht? Deswegen ist man nicht gesellschaftsunfähig. Keramikimplantate, muss man die auch reinigen lassen? Gibt es auch so Wartungsgeschichten oder bleiben die immer so? Also wenn das Keramikimplantat eingeheilt ist im Knochen, dann ist es drin. Also, was man natürlich warten muss, ist oben rüber die Krone, nicht? Ja. Das Zahnfleisch ringsrum, also der Abschluss dieses Zahnfleischkragens, nicht um das Implantat herum. Ja. Das bedarf sogar besonderer Pflege bei jedem Implantat. Nicht? Weil wir ja auch hier wieder die Natur ein bisschen austricksen. Nicht? Da müssen wir schon ein bisschen, naja, helfen. Mhm. Ja. Ja, das war der eine Fall. Hier nur noch mal der Vergleich, nicht? Mit den wurzelgefüllten Zähnen ist es so hoch, ohne so hoch. Auch ja, das hier. Das ist schon extrem, ja. Ja, das sind also ganz wunderbare. Also da kann ja wirklich jeder, der Allergien, Autoimmunerkrankungen, Rheuma, was wir alles gesehen wunderbare haben. Belege. Hier nochmal, da geht es jetzt mal um den Oberkiefer. Mhm. Da sitzen jetzt im Oberkiefer die Keramikimplantate drin. Vorher Interferon Gamma 3,7.
Es sollte unter 0,3 sein. Mhm. Nach der Entfernung der wurzelgefüllten Zähne ist das Interferon Gamma bei 0,1. Mhm. Also auch wieder wunderbar. Habt ihr den Interferon Gamma nach welcher Zeit gemessen, nach der Entfernung? Gibt es dann zeitliche? Ja, schau, wir haben oben, der Thioethermeerkaptanbefund ist vom 14.12. Monat, ja, okay. Und das andere ist vom 15.01. Ja. Ah, da steht aber 2014 oben, 2010. Ja, ja, das ist jetzt nach 4 Jahren praktisch. Ach so. Bei dem. Okay. Ja, hängt immer davon ab, wann kommt der Patient wieder, wann müssen wir das überprüfen oder irgend sowas. Okay, alles klar. Ja. Aber ist ja gut. Ich meine, ist ja auch gut, wenn er nach 4 Jahren trotzdem diesen Wert misst. Dann kann ich ja wieder überprüfen, ob wieder neue Störfelder entstanden sind. Richtig, ganz Wobei, ehrlich. Durch den Interferon Gamma kann ich auch da auf Rantes zurückschließen? Na, eher nicht. Also Interferon Gamma ist ja das Dämpfende. Mhm. Rantes ist ja wieder etwas, was die Entzündung fördert. Mhm. Also Rantes wäre eher in die Schublade von Interferon Gamma reinzustecken. Ja, ist aber ein anderer Parameter. Mhm. Nicht? Rantes ist ein körpereigener Botenstoff. Interferon Gamma ist ein Signalstoff des Immunsystems. Mhm. Ja. Also da müsste eine Entzündung da sein. Genau, so ein Parameter, CRP. so ein Wert, ganz genau, ja. Wie CRP oder ja, sowas. Okay. Nicht? Na, hier haben wir wieder 4 wurzelgefüllte Zähne. Mhm. Wir haben sie gezogen. Schauen wieder alle so appetitlich aus. Jetzt wird es noch schöner. Einer dieser wurzelgefüllten Zähne war ganz schwarz. Wenn man den jetzt aufschneidet, sieht man, es ist alles schwarz durchtränkt von diesen Giften, nicht? Da war irgend so ein Stift drin. Hier sind die Keramikimplantate dann gesetzt worden. Oder hier ist ein netter Fall, das ist ein Patient mit Rheuma, hatte ganz starkes Rheuma. Mhm. Ich zeig's dann gleich. Diese 3 toten Zähne hier ersetzt, 4 Keramikimplantate. So einfach sieht es aus. Mhm. Und jetzt kommt, schreibt er mir, lieber Herr Dr. Lechner, ich komme ja zu Ihnen wegen meiner Rheuma-Probleme. Meine Rheuma-Werte waren auch entsprechend hoch. Mhm. Klar, ist eigentlich gekommen. Nachdem Sie mir die toten Zähne entfernt und Implantate gesetzt haben, bin ich seither schmerzfrei. Meine Rheuma-Werte sind auch wieder in Ordnung. Im Anhang, das ist jetzt unten, finden Sie noch meinen Rheuma-Wert. Der war vorher bei 19, jetzt ist er unter 9. Mhm. Nicht? So hätten wir das gern. Ja. Nicht? A, dem Patient geht's besser. B, es ist kein Placebo-Effekt, weil der Dr. Lechner eine magische Aura verströmt, sondern es sind knallharte Werte, mit denen wir das natürlich belegen können. Ja, und das wollen wir auch. Ja. Ja, wir sind keine Magier, nicht? Wir sind Mediziner. Ja, aber es macht ja alles Sinn. Also natürlich. Es ist ja schlüssig. Ich meine, genau. Es sind ja die Zahlen. Ich meine, du belegst ja wirklich alles durch Zahlen und Studien. Und also von daher gibt es ja gar keinen Grund. Das ist mein Bestreben, weil dann fällt es natürlich interessierten Kollegen leicht, das auch nachzumachen, wenn es belegt ist. Und es weckt natürlich auch das Vertrauen der Patienten, dass die sagen, na gut, jetzt lasse ich mir 3 Zähne ziehen und hoffe, dass es meinem Rheuma besser geht. Aber wir haben natürlich entsprechende Erfahrung, dass wir sagen können, wenn du ein bisschen Glück hast, dann helfen wir dir. Super. Garantieren können wir es nicht. Ja, der Körper darf auch selber gucken. Aber das reicht, ganz genau. Genau, ganz super. Genau. Wenn sich jetzt die Kollegen oder auch die Zuschauer informieren möchten, nochmal in die Tiefe, hast ja auch viele Publikationen, wo kann man die denn einsehen? Also wenn Sie jetzt, hier sind wir ja bei dem Giftthema. Mhm. Das Werkzeug, um diese Gifte im Mund messen zu können, ist unser Orotox-Test. Mhm. Entsprechende Website www.orotox.de. Mhm. Auf meiner Praxis-Website gibt es auch entsprechende Informationen, www.dr-lechner.de oder über unser Rantes natürlich, da ist das entsprechende Werkzeug, dieses Cavitau-Ultraschallgerät. Mhm. Ja. Super. Perfekt. Also vielen lieben Dank Gerne. Für den Einblick in die Welt der Implantate, zumindest im Kiefer. Der Einblick in die toten Zähne, ja, ist ein bisschen grauselig. So, ja. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Gerne. Ja, alles Gute. Okay, ciao. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten einiges für gegebenenfalls Entscheidungen, die Sie treffen müssen, mit hier rausziehen und finden hier einen Lösungsweg. Wie wir schon gehört haben, den perfekten einen Lösungsweg gibt es nicht. Wir sind alle individuell. Umso schöner, dass wir hier so tolle Gäste haben, die diesen großen Weitblick mit reinbringen in unsere Sendungen. Für weitere Informationen gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv
Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Recherchieren, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.